Hi zusammen, wir schreiben Freitag, den 13. November 2023. Das heißt, heute ist Release von Call of Duty Modern Warfare 3. Und meine Erwartungen sind ein bisschen gedämpft, muss ich sagen, weil ich den Eindruck habe, dass der Multiplayer letztendlich nur eine Art DLC, eine Art Map-Pack ist für Modern Warfare 2. Kein eigenständiges Spiel in dem Sinne, was man zum Vollpreis ja bezahlen muss und das für nicht gerade wenig Geld. Weiß nicht, ich mag lieber meine Spiele separat und nicht alle in einer Oberfläche, so wie es Call of Duty jetzt macht, mit diesem Headquarter Hub oder wie man es nennen mag, wo man dann auch Zugriff hat auf die anderen Teile. Ich starte mal das Ganze und mach mich selbst mal ein bisschen aus dem Weg. So. Das können wir überspringen. Ah, zum Starten. Also spiele das Ganze jetzt auf der Xbox Series X. So, jetzt sind wir in dieser Oberfläche, ne? Und da kann man jetzt, sind wir jetzt gleich gestartet in Modern Warfare 3. Kann mal runtergehen, da ist immer noch Modern Warfare 3. So, dann geht es hier weiter mit Warzone. Dann kommt Modern Warfare 2. Und hier unten kann man dann noch die älteren Teile weiterhin auswählen. Also hier Modern Warfare 1 quasi. Cold War, Black Ops Cold War und Vanguard. Könnte ich jetzt alles hier starten, alles über diese Oberfläche, aber what? Was soll ich damit? Ich kann das Spiel auch so auf meiner Xbox als separates Spiel starten, aber das ist nur ein kleiner Kritikpunkt. Aber das weckt für mich halt auch letztendlich den Eindruck, dass das Ganze hier so ein bisschen wie ein DLC ist, also kein eigenständiges Spiel. Okay, vielleicht ist es auch Jammern auf hohem Niveau, ich weiß es nicht, aber egal. Wir schauen mal rein und dann bin ich auch gleich still. Ich mache jetzt einfach mal eine Proberunde hier und ja, also auch die Oberfläche hier letztendlich genau das gleiche wie bei Modern Warfare 2. So, komischerweise will mein Controller eben nicht funktionieren. Kriegsmodus, muss ich da irgendwas, habe ich irgendwas übersehen? Ach, okay, da steht's dick und fett mitten auf dem Monitor, Modus-Details. Ja, also mit A fertig. Okay, dann wird ein bisschen was erklärt. Modus-Details, bla bla bla. Teamgröße, große Karte. Sieht er die umfangreichen Details im Modus an? Okay, fortsetzen. Ja, gucken wir uns alles bei Gelegenheit an. So. Okay. Ich guck mal gerade auf meinem anderen Monitor so ein bisschen. Bla bla bla. Invasion, Bodenkrieg, Kriegsmodus. Schnelles Hardcore-Spiel. Schnelles Spiel einfach. Die Waffen sollen ja übernommen werden, worden sein. Sehe ich jetzt hier nicht. Dachte eigentlich, die werden aus Modern Warfare 2 übernommen. Also ich habe das jetzt das erste Mal gestartet, das Spiel, und alles jungfräulich. Muss mich da erstmal reinfuchsen jetzt, aber ja. Also ich schalte mich jetzt hier mal weg, damit ich hier nicht störend im Bild rumhänge und mache auch das Mikrofon aus. Und ja, damit ihr das Gameplay dann erstmal genießen könnt, sofern man das sagen kann bei meinem Gameplay. Okay, ich bin dann erstmal raus.
Okay, was erzählen wir uns? Warum laggt das so? Ich habe eine fette Internetverbindung, daran kann es nicht liegen. Gibt es ja auch Gegner. Die Map kenne ich nicht. Ist also keine aufgewärmte, aufgehübschte Map. Immerhin. Ist schon mal positiv. Ups, ne? Ich mache mal kurz den Game Sound ein bisschen lauter vielleicht. Doch. Gegner scheinen vorhanden zu sein. Verstecken die sich oder? Teammate? Oh. Da war einer. Direkten Beschuss. Bedrohung ausgeschaltet. Alles sicher. Erste Betäubungsgranate. Feindliche Drohne aktiv. Oh mein Gott. Bin hinter dir. Feindliche Drohne im Einsatz. Ihr seht schon, hier ist der Profi. Ich hab was abgekriegt. Das kann man wohl sagen. Ich bin natürlich kein professioneller YouTuber oder Streamer. Ja, ein Dreamer wie ein Streamer. Und von daher muss ich zu meiner Entschuldigung sagen, fällt es immer mir ein bisschen schwer, gleichzeitig was aufzunehmen, zu quatschen und so weiter. Hier bin ich natürlich ruhig und konzentriert. Ich lade nach! Ja, das Ganze ist noch auf Deutsch eingestellt. Schnellmerker. Hab was abgekriegt! Ja. Werfe eine Granate! Wechsel das Magazin. Feind am Boden. Soll ich vielleicht mal auf Einzelschuss anstellen? Schöne Sniper-Position. Lade nach! Natürlich. Der Feind hat einen Arschflugkörper gestartet. Verbindete Drohne online. So, wenn ich hier runterspringe, bin ich tot wahrscheinlich, oder? Wo ist die Leiter? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, wie komme ich denn? Oh. Steh unter Schuss! Ja, also wie gesagt, das ganze Gameplay hier ist natürlich nur. Der Feind liegt in Führung. Ist ja klar, ne? Nur mal ein bisschen was zu zeigen. Die Karte hat mich tatsächlich im ersten Moment so ein bisschen an Fortnite erinnert, muss es sein, weil ich halt diesen Steinbruch. Wechsle Magazin! Die aktuelle Version von Fortnite. Ja. Yeah. Ich kann es noch nicht sagen. Lade nach! Dieses Back to the Roots, die alte Grafik. Frage ich mich immer, ja, okay, so ein bisschen Nostalgie, okay, aber.
Ich möchte ganz gerne die Wahl haben, ob oder auch nicht. Werf eine Granate! Getroffen! Wo kam das her? Hab schon das Licht gesehen. Granate! Ach, das Licht gesehen. Bedrohung ausgeschaltet. Alles sicher. Muss nachladen. Ja, also was soll ich sagen? Es läuft so wie gewohnt. Call of Duty halt. Ne? Und trotzdem habe ich gerade nicht den Eindruck, dass ich ein neues, eigenständiges Spiel spiele, sondern neue Maps in Modern Warfare 2. Granate geworfen! Ja. Ja, quatschen und zocken ist nicht so mein Ding zur gleichen Zeit. Merke ich gerade mal wieder. Sie werden schwer getroffen. Ja. Mission gescheitert. Zurück zur Basis. Ja, was soll ich sagen? Es ist also gewohnte Call of Duty-Kost, würde ich sagen. Die Menüs, alles sieht gleich aus wie im Vorgänger. Bisschen die Oberfläche, also die Grafiken angepasst, sag ich mal. Aber sonst sehe ich keinen Unterschied. Ne? Dieses Soundjingle finde ich auch kacke. Das hat mir schon in der Open Beta überhaupt nicht gefallen. Irgendwie kindisch, finde ich. Ja. Karachi Invasion. Was nehmen wir? Nochmal kurz reinsnacken vielleicht, aber. Ja, also ich bleib dabei. Es wirkt für mich nicht wie ein eigenständiges, neues Vollpreisspiel, sondern ein DLC, ein Map-Pack und weiß ich nicht. Das komme ich mir ein bisschen verarscht vor, muss ich sagen. Da hätte vielleicht auch keine Ahnung, ein Preis von 40 Euro gereicht, weil halt man letztendlich nur neue Maps kauft und. Ich bin hinter dir. Zielgebiet lokalisiert. Die Stellung sichern. Bin gleich im Leben noch.
werfe eine Granate. Lade nach. Betäubungsgranate geworfen. Ups, sorry. Sehr den Feind. Granate! Stellung kompromittiert. Den Bereich sichern. Ein bisschen die Grafik anschauen. Was ist schon getan? Ich habe da nicht wesentlich was getan. Also gewohnte Call of Duty-Kost. Du liebe Zeit. Ja, und ich bin am Sterben, keine Ahnung. Normalerweise ist es natürlich nicht so, ist ja klar, ne? Normalerweise bin ich bei den vorderen, wenn es so eine 1 kommt. Aber dazu muss ich wohl mal die Aufnahmen beenden und mal richtig konzentriert spielen. Zum Abschluss nochmal was Schönes. Nicht ganz so Schönes. Ja, okay, ich glaube, der Spielsound war jetzt ein bisschen laut gewesen, zum Schluss egal. Soweit der erste Eindruck. Wie gesagt, ich habe alles gesagt, was zu sagen ist. Es ist für mich kein wirklich eigenständig neues Spiel. Map-Pack DLC, dafür 70 oder 80 Euro, je nachdem, wo man es kauft. Finde ich ein bisschen übertrieben. Aber ja, so ist es nun mal. Kaufen oder bleiben lassen, bleibt jedem selbst überlassen. Und da bin ich wieder. Ja. Schauen wir mal, wie es sich entwickelt. Spaß macht es trotzdem natürlich, aber wie gesagt, immer das Geschmäckte dabei, dafür einen Vollpreis zu bezahlen. We will see. Ich werde es trotzdem zocken, natürlich, wie immer seit Jahrzehnten. Call of Duty lässt mich einfach nicht in Ruhe. Und ja, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen da lassen, natürlich, und gerne auch Kommentare. Ansonsten viel Spaß bei Call of Duty zocken oder was auch immer ihr tut. Also dann. Ciao, ciao.